Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Donnerstagsausgabe der Most Actives live vom Frankfurter Börsenparkett. Mein Name ist Patrick Duane und wie immer blicken wir zunächst mal auf den Gesamtmarkt und da gibt es eine Menge zu verdauen. Der DAX aktuell minus 0,4% unterwegs, 15.305 im Tief bis auf 15.266 Punkte abgerutscht. Das war vor circa einer halben Stunde, nachdem er heute Morgen eigentlich ziemlich gut gestartet war. Eine ähnliche Bewegung wie gestern, erstmal so ein bisschen Entspannung angesagt und wir laufen so ein bisschen nach oben, als sich nämlich die Börsen in Amerika gestern Abend auch verglichen mit dem Xetra DAX Stand noch ein bisschen positiver entwickelt haben. Aber heute Nachmittag kam dann bzw. eben gerade die Meldung über die Ticker, dass die Amerikaner davon ausgehen, dass eine Invasion der Ukraine durch die Russen unmittelbar bevorsteht. Zwei Indizien dafür. Zum einen werden Blutkonserven an die Grenze verlagert. Die Truppen sind um 7.000 angewachsen, so vermelden es die Beobachter. Und dann gab es noch Medienberichte, wonach tatsächlich es ein Scharmützel gegeben haben soll zwischen ukrainischen Soldaten, gefakten Soldaten, Fragezeichen, zumindest ist das die Lesart auf internationalen Ebenen, und den russischen Separatisten. Also das wäre ja dann die Steilvorlage, die Putin bräuchte, um in die Ukraine einzumarschieren, nachdem er uns erzählt hat, er zieht seine Truppen ab. Sei es drum, die Börsen sind nervös und unter Druck. Gucken wir uns die Aktien an, die heute nicht so sehr unter Druck sind, nämlich auf der Kaufseite des Online-Brokers Flatex sind TUI, die Commerzbank, Airbus Delivery Hero und Nvidia. Wir gucken uns die Commerzbank an, denn sie hat Zahlen vorgelegt und die können sich wirklich sehen lassen im abgelaufenen Quartal. Für das Gesamtjahr 2022 verkündet Deutschlands zweitgrößte Privatbank, dass sie mit einem Gewinn von 1 Milliarde Euro rechnen. Und damit schlägt man die Erwartungen des Marktes. Auch rund ein Drittel des Gewinnes soll dann an die Aktionärinnen und Aktionäre verteilt werden. Und dementsprechend ist das schon ein Novum, weil eine Dividende hat die Commerzbank ganz, ganz lange nicht gezahlt. Beim Blick auf den Kurs sehen wir, dass Bankaktien in den letzten Tagen und Wochen, muss man ehrlicherweise sagen, ja insgesamt schon in einem relativ freundlichen Umfeld unterwegs gewesen sind. So auch heute, die Aktie liegt 3,5% zu. Die zweite Aktie, die wir uns angucken, die hat auch mit einem Zahlenwerk, und zwar mit Rekordzahlen, aufwarten können. Das war gestern nachbörslich Nvidia. Der Chiphersteller hat davon tatsächlich aber, was den Aktienkurs betrifft, nicht so wirklich profitiert, wenngleich der Gewinn sich wirklich sehen lassen kann. Der Umsatz steigt um 53% im abgelaufenen Quartal, um 7,6 Milliarden US-Dollar. Der Gewinn 3 Milliarden Dollar, fast doppelt so hoch. Und das einzig Belastende sind die 1,36 Milliarden, die man zahlen muss an die Softbank, beziehungsweise die diese bekommen hat für diese ARM-Übernahme, die jetzt doch nicht gestemmt werden kann. Aber die zweite gute Nachricht perspektivisch ist, dass natürlich in Sachen Software und autonomes Fahren Unternehmen wie Nvidia mehr und mehr zum Autozulieferer werden, beziehungsweise zum Automobilzulieferer werden, aber gleichzeitig von der Wertschöpfungskette immer mehr zurückbekommen. 40% sind da laut Handelsblatt im Gespräch mit Unternehmen wie BMW beispielsweise und Mercedes. Mal gucken, aber das sind auf jeden Fall auch in Zukunft gute Ertragsaussichten für den Chiphersteller. Wir wechseln das Vorzeichen, kommen auf die Verkaufsseite und da hätten wir folgende fünf, und zwar die Commerzbank, Bayer Delivery Hero, RWE und TUI. Wir gucken uns die RWE näher an, denn auch die hat Zahlen vorgelegt und auch die können sich sehen lassen. Man kann das Ganze unter der Rubrik des Konsumenten Leid ist des Anlegers Freud verbuchen, nämlich die gestiegenen Energiepreise haben natürlich auch dafür gesorgt, dass RWE mehr Gewinn gemacht hat. Um genau zu sein, ist der operativ zwischen 2,9 und 3,3 Milliarden avisiert. Die Dividende soll bei 90 Cent bleiben und nachdem heute dann auch eine Reihe von Analysten gleich nachgekommen sind, unter anderem Goldman Sachs, und gesagt haben, die Aktie ist auf diesem Niveau aktuell ein Kauf. Gut, also mir bleibt zu wünschen, dass es keinen Krieg gibt und keinen Konflikt, dass wir alle gesund bleiben und dass wir uns morgen zum Ende der Woche dann auch wiedersehen, und zwar heile, ganz und in einem Stück. Bis dahin, Ihr Patrick Duane.